Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Cattle & Crops. Und ja, was soll ich sagen? Wir fangen neu an. Und zwar hatte ich mir selbst den Spielstand so zerschossen. Wenn du abspeicherst, dann, also wenn Helfer aktiv ist, dann wird er, also wird angezeigt, bitte nicht abspeichern, solange Helfer aktiv ist, bla bla bla. Könnte Fehler verursachen. Ja, ich war natürlich schlauer, habe abgespeichert und dann habe ich es nochmal probiert und nochmal probiert und irgendwann war der Spiel schon so zerschossen, da ging gar nichts mehr. Und habe jetzt die letzten zwei Tage mal nichts aufgenommen, ganz einfach, weil ich auch mal keinen Bock habe. Ja, das kommt auch mal vor. Und weil wenn du jeden Abend hier sitzt und aufnimmst und aufnimmst und aufnimmst und aufnimmst, da ist irgendwann brauchst du mal eine Pause. Und dann hat mich das so geärgert mit dem Spielstand hier bei Cattle & Crops. Und hab schon so, jetzt ist mal zwei Tage nix. Ich meine, ist auch nicht schlimm. Und, dann habe ich mir noch so ein paar Gedanken gemacht. Hab ich gedacht, ey, warum gibst du eigentlich so viel Kohle aus? Ich hatte 13 Kredite laufen. Das hätte ich niemals mehr geschafft, das alles abzubezahlen. Vielleicht mit ganz viel Mühe und ganz viel Geduld. Und dann habe ich gedacht, ey, du hast doch Aufträge, ey, verdammt nochmal. Und, mehr auf die Aufträge gehen. Die erste Willkommen in Albergtal. Startet deine Karriere im Albergtal. Dauert 5 bis 15 Minuten. Das sind die Geräte, wo wir brauchen für die Bearbeitung. Und als Belohnung bekommen wir den Glas Arion 530. Den Mercedes-Benz MB-Truck 1400, also den 1400er. Presse und Ladetyp S, also die Schaufel. Köckerling Rebell können wir später wieder verkaufen. Genauso wie der Glas Arion 530, weil der gibt es auch im zweiten Auftrag. Dann hätten wir nämlich nochmal Kohle verdient und müssen keine Kredite aufnehmen. Den Frontlader können wir behalten und den Schrauber und Vertimix. Und kleiner Flug, 4 Schar, naja gut. Und wir bekommen Feld 14, 16, 15, 13, 48, 36, 38 und Feld 3. Und dafür habe ich das letzte Mal so viel Geld ausgegeben, um allein um Felder zu kaufen. Denke ich, nee, mach's doch einfach. Es geht doch einfacher. Wir können später den 530er verkaufen. So, den Körkeling Rebell können wir verkaufen. Dann holen wir uns was Größeres. Ja. Das mal jetzt hierzu. Dann haben wir hier. Aber hier war noch. Erhältst einen kleinen Startfuhrpark, Bullen und einige Felder. Also Tiere haben wir auch schon, wo ich auch letztes Mal noch separat kaufen wollte. Können wir das Geld können wir uns aussparen. So, dann die zweite Mission. Gut, die dauert etwas länger. Müssen wir mähen und setzen. Bekommen wir 5000 Euro, 100 XP und 10 Ruf im Hafen. Ne? Nochmal Kohle dazu. Und hier auch nochmal die 530, wie ich eben gesagt habe. Den können wir dann... oder bei der Mission dann verkaufe oder nach der ersten. Sehen wir dann. So, Freunde. Also, wir fangen dann mit der an. Und, ja. Mit dem fangen wir an. Dann habe ich noch einen neuen Mod. Es ist ein neuer Mod erschienen. Ladewagen-Mod. Und zwar gibt es so 4, 5 verschiedene. Das Grundmodell ist eigentlich gleich, kann man sagen. Nur die Farbe und die Beschriftung ist anders, ja. Wir haben hier einmal den Glas Turbo. Den gibt es hier dreimal. 20 Kubik. Kostet 12.500 Euronen. Das ist autonom. Ich klicke jetzt nicht hier aufs Bild, weil dann stürzt das Spiel ab. Das ist irgendwie, der Mod verträgt sich noch nicht so ganz mit dieser Spielversion. Einmal autonom. Einmal Sprint. Und nochmal Sprint, nur in einer anderen Farbe. Ne? Und hier ist ein bisschen schwarz, weiß. Da ist schon ein bisschen neuer, die Farbe, also neuere Farbelack. Und das ist das ein bisschen, denke ich mal, ein bisschen älter. Gut, mit Glas, mit den Modellen kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber ich denke mal, dass das ein bisschen älter ist. Und dann haben wir noch den... wo ist er? Den Deutz Turbo 3x. Wir haben ja den K550. Ne? Grün-schwarz. Dann nochmal den K550, dann haben wir oben. Ah, da ist die Farbe, ändert sich hier an dem Gitter. Ist ja gerade umgekehrt. Und den K550S in Rot. Gab es ja auch damals in Rot. Das weiß ich noch.
Und dann haben wir noch ein Modell. Den Krone Turbo nochmal, aber andere Farbe. 2500. Zwei 500, einmal grün, einmal in rot. Ja, wie gesagt, da ändert sich nur die Farbe und der Schriftzug, aber ist ganz interessant. Und dann haben wir meinen absoluter Lieblingsfavorit. Ich bin ein Fan von Mengele. Den werden wir uns kaufen. Das werden wir uns auch gleich machen. Und noch ein Deutz vorne dran, weil der braucht 70 PS. Der Deutz hat 110. Und dann gibt es, glaube ich, noch ein oder zwei. Ja, Pöttinger Profi 2. Gibt es auch nur einmal in dieser Version. Und dann gibt es noch eine, den Zip Senator. Zip, ne, steht da drauf. Das ist ein etwas kräftiges Rot. Und den Steyr Hamster. Also das muss ich jetzt mal nachgoogeln. Steyr ist klar, aber Hamster? Steyr Hamster, ob es den wirklich gab? Ich denke mal schon. Weil sonst würden sie den als Mod vorstellen. Und den Trumac Robot. Also es ist praktisch ein Grundmodell, nur mit anderen Herstellern. Jo, das waren jetzt die ganze Ladewagen. Und den werden wir uns kaufen. Und zwar zur Farm. Haben wir auf jeden Fall unsere eigene kleine Ladewagen. So, einmal der. Also das Spiel stürzt nicht ab, das ist schon mal sehr schön. Und dann noch den kleinen Deutz. Und zwar holen wir den in der Farbe hellgrün mit rote Felge. 30.000, den kaufen wir uns auch. Und den Rest bekommen wir wieder. Auf die Farben kaufen. So, dann haben wir die zwei Geräte schon mal. Und den gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Ja, sehr schön. Im hellgrüne. In der rote Felge. LB33 Super Mengele. Boah, die Reifen sind schon nice. Das ist schon, sieht schon gut aus. Ne, unser eigener Mengele-Ladewagen. Klein, aber fein, sag ich da nur. Okay, das Schild auf dem Netz hier hinten. Naja. Hätte man vielleicht können ein bisschen anders machen, aber... Aber hier der Kratzboden. Ah, da fehlt noch die Kette. Und das Gestänge von dem Schubboden. Also Kratzboden, ja. Oh! Boah, bin ich jetzt verschrocken. Alter. Meine Güte. Ich glaube, ich muss mal den Sound ein bisschen leiser drehen. Ach, hier unten drunter ist die. Und am Traktor ist sie. Du alter Zerspiel. Erschreckt doch die Leute nicht so. Ja, es sieht schon gut aus. Wir hängen mal gerade an. Mal gucken, wie es aussieht. Sound. Innenbereich Lautstärke. Ja, Soundeffekte. Ja. Nur noch ein bisschen stramm. Das geht gar nicht. Da muss ich noch mal ganz kleines bisschen nachjustieren. Soundeffekte. Fahrzeugmotor. Innenbereich, Fahrzeug. So. Ist immer noch so extrem. Fußgänger. Ne, da brauchen wir nicht Sound. Soundeffekte. Immer noch so laut. Naja, okay. Muss dann mal später mal nachgucken. Ja, sieht doch gut aus, das Gespann. Einwandfrei.
So, dann gucken wir mal, was wir noch alles machen können. Wir schicken gerade mal schnell ein. Okay, am Ladewagen selbst können wir nichts machen. Nee. Okay, gut. Das ist nicht schlimm, aber sieht geil aus. Mir gefällt's. Ist mega. So, von jetzt aber endlich mal zum Auftrag. Willkommen. Jawohl. Annehmen. Mission mit vorbereitet. Okay. Bin schon mal gespannt. Okay. Findet ihr den Betrag? Dann müssen wir ein bisschen laufen. Toll, jetzt hänge ich im Haufen fest. Nein! Bitte nicht. Bitte nicht. Boah. Das ist er doch. Ganz einfach. Was ist denn da los mit dem Sound? Junge, 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 da fängt man. Ach, der stellt sich immer wieder zurück. Wieso? Möchte ich aber nicht. Speichern. Ah. Schon ein bisschen besser. Ja, findet ihr den Betrag? Fahren wir mal gerade mit. Also der Helfer fährt ihn praktisch jetzt hier hin. Jawohl, Fahrer zum Fahrzeughändler. Toll. Dann tun wir das mal. Ja, wie gesagt, es tut mir leid, dass die letzten zwei Tage jetzt nichts kam, aber... Oh ne, ich brauchte mal eine Pause. Weil wenn du jeden Tag aufnimmst und machst und tust, das ist Wahnsinn. Ja, mal kurz überholen. Oh, 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 das wird eine enge Kiste, das wird eine enge Kiste. Oh, oh, oh. Ey. Junge, Junge, Junge. Das war knapp. Ah, da vorne ist er ja. Ja, nochmal schön über den Fluss. So, sollte hier vorne. Jawohl. Wie gesagt, weil, wohl, ich muss jetzt eh neu anfangen und hab ich da, weißt du was? Mach doch die Aufträge. Habe ich mir die Aufträge mal angeguckt. Und denke ich, ey, warum machst du das eigentlich nicht so? Und dann hast du doch einen Haufen Geld gespart, brauchst nicht so viel Kredite. Und wir können den eine Glas näher später verkaufen und dann haben wir auch nochmal gut Geld. Felder haben wir auch genug, da brauchen wir auch nichts auszugeben. Dann haben wir noch Geld für die, Sämaschine. Ja. Ware zur Farm. Okay. Oh, Anzeige beleuchtet. Ui, sehr schön. Digitale Anzeige. Boah, der Sound von dem MB-Truck, der ist so mega. Ist schon schick. Ja, haben wir mal neue Musik im Hintergrund am Start. Glück gehabt. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ist er jetzt wieder umgesprungen? Nee, hat's gespeichert. Ah, jetzt ist es angenehm. Ja, so kann man es lassen.
Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wann das Update rauskommt mit dem Düngemod. Und mit dem Krankheiten von der Pflanze. Bin ich sehr drauf gespannt. Weil momentan bringt es Dünger nicht so wirklich viel, Freunde. Okay, läuft etwas über dem Boden. So, da haben wir schon mal den Strautmann, den Betrage schon mal uns. Haben wir später noch den Deutz, den Große. Nein, den werde ich mal ab. Okay. Oh. Wir sind abgeschossen. 100%. Missionszahlen an Server senden, ja bitte. Geil. Jo. So, jetzt muss ich mal gerade mal nachschauen. Aufträge. Es riecht streng, ist aber nötig. Ölausbringung mit dem Stapel VT1800. So, derzeit besitzen wir noch kein eigenes Güllefass. Heute wird uns für diese Aufgabe ein Fass von der Kläranlage bereitgestellt. Den benötigten Dünger bekommst du auch an der Kläranlage. Okay. Oh, 25 bis 50 Minuten. Mission, Aktion, jawohl. Belohnung, Ruf. Sorbet Splend. Schenk mal Biergasanlage. Okay. Das war's mit dem Heu, ja. Gut, Freunde. Das war's dann für diese Folge. Wir sehen uns morgen nochmal. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Passt auf euch auf. Bis morgen. Man sieht sich, man hört sich. Bis dann. Allhopp, macht's gut. Tschüss.